Ja, vielen Dank. Unser Teamname ist, wie schon gesagt, Schifffahrt, und der Name ist auch Programm, und vielleicht kann man dann noch das Logo einblenden. Genau. Von einem bekannten Logo, ich sag mal, welches inspiriert. Und unsere Idee ist, dass wir auf einer kollaborativen Plattform Code reinstellen, der dann von anderen Leuten wieder überprüft wird, zum Beispiel auf Sicherheit und ähnliches. Und wie das Ganze funktioniert, wird euch als erstes erklären. Er zeigt euch das Backend. Im Backend haben wir das alles mit PHP gelöst, haben als Datenbank für Benutzernamen Views und Uploads SQL3 benutzt und dabei die Prepared Statement benutzt, um SQL-Injections zu verhindern. Und da sieht man auch den etwas simpler gehaltenen Login-Screen. Ja. Gut. Genau, ich habe mich hier um das Frontend gekümmert, also um die Anzeige. Hier sieht man jetzt das Dashboard, auf dem man die ausstehenden Reviews sich angucken kann und dann auch gleich hingehen kann und die bewerten kann. Genau, man kann auch über den Unterpunkt Uploads eigene Code-Schnipsel hochladen. Da kommt man dann auf dieses Formular, auf dem man dann halt seinen Code kurz beschreiben kann, die Programmiersprache angehen kann, um es den anderen halt zu erleichtern. Ja, und die hochgeladenen Code-Snippets werden dann auf einer speziellen View-Seite erst einmal auf der linken Seite dargestellt, und dann gibt es so Kriterien, wo man von 1 bis 5 Punkte geben kann, wobei 5 heißt super toll, könnte mich besser machen, und 1 heißt absolut schrecklich, ich erkenne da überhaupt nichts, was das irgendwie positiv bewertet, und ja, also die Reviews werden dann, ja, wie gesagt, in einer Datenbanktabelle gespeichert, und wir haben dann auch ein kleines Programm geschrieben, was zum Beispiel Reviews, die sehr unterschiedlich sind, oder Posts, die überhaupt noch nicht reviewed wurden, erkennt und entsprechend anzeigt. Damit wollen wir die Sicherheit und die Schönheit natürlich des Codes verbessern und vielen auch helfen damit, wie sie sich verbessern können und was sie beim nächsten Mal beachten, vor allem wenn man gerade mit Coden anfängt. Ganz vielen Dank. Kommt ihr mit runter?